Herzlich willkommen, liebe Kryptoinvestoren, heute zu den Altcoin-News. Wir thematisieren heute VeChain, Optimism, Polygon und den sehr starken Preisverfall, die Performance von dem Stablecoin von PayPal, eine mögliche Zahlungsintegration von Dogecoin bei der Plattform X, also Twitter. Dann ist die Deadline bei Veracity so gut wie vorbei und das Quartal endet. Da kommen auch noch ein paar interessante Informationen dazu und noch so ein paar allgemeine Marktnews, beispielsweise die Federal Reserve, Pullbacks der Deadline von Mt. Gox. Und somit herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du da bist. Wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen. Ich werde kurz und knapp auf jede Information drauf eingehen. Wenn du mehr von Altcoins und Altcoin-News sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Like, lass mir gerne den Support. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann lass mir natürlich gerne ein Abo da. Am Ende gehe ich auch nochmal ganz kurz darauf ein, welche Videos diese Woche noch folgen werden. Und vorab noch kurz eine Bitte an jeden Einzelnen, der den Fragebogen noch nicht beantwortet hat. Ich habe nämlich einen Fragebogen erstellt, der geht nur 5 Minuten im Rahmen meiner Universität, im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Und da geht es eben um die Tauglichkeit von Bitcoin als alternatives Zahlungsmittel und inwiefern das genutzt wird, beziehungsweise auch genutzt werden könnte. Es fehlen mir immer noch ein paar Probanden, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du den Fragebogen von vorne bis hinten beantwortest. Dauert nicht länger als 5 Minuten und es würde mir natürlich massiv weiterhelfen. Ansonsten würde ich mal sagen, wir starten gleich mal mit der VeChain-News rein, nach dem Disclaimer. Eine Frage an die Community. Ihr erinnert euch bestimmt noch an dieses Video, wo ich gesagt habe, dass VeChain aktuell das einzige Asset war, was auf Coinbase potenziell gerelistet werden würde. Ja, das war zu der Zeit, wo die SEC eine wirklich starke Macht auf den Kryptomarkt ausgeübt hat. Und jetzt ist es offiziell, beziehungsweise schon vor einer Woche circa geschehen. Ich wollte es trotzdem einfach nochmal erwähnen. VeChain und vTor sind jetzt wieder auf Coinbase gerelistet. Da sehen wir mal wieder, es scheint, dass die Zeiten der SEC vorbei sind und zumindest bei den Altcoins wenig Druck ausgeübt werden kann. Denn Coinbase ist, was Assets und Relisting angeht, natürlich recht penibel. Dann noch eine weitere Information und eine weitere News zu VeChain. Und zwar haben sie eine neue mobile Wallet, die nennt sich WeWorld. Diese wurde am Mittwoch offiziell gelauncht, also gestern erst am 20. September. Und die soll natürlich noch einige weitere Features beibehalten. Wichtige Informationen für die Personen, die beispielsweise schon eine VeChain Wallet haben. Ihr müsst da nichts ändern. Ihr könnt weiterhin die Wallet so verwenden, wie ihr sie damals auch verwendet habt. VeChain meinte nur selber, dass es eben mehr Features in der neuen Mobile Wallet gibt. Und wenn wir hier mal draufklicken, das sieht natürlich schon schön aus. Auch beispielsweise hier mit NFT-Integration. Wenn man auf den Preis von VeChain schaut, seit dem Relisting geht es denen natürlich wieder etwas besser. Aber so extrem signifikant hat sich das natürlich jetzt auch nicht auf den Preis drauf ausgewirkt. Dem geschuldet, dass wir beim Kryptomarkt halt momentan recht wenig Liquidität am Markt haben. Ansonsten eine kurze News zu der Optimism Foundation. Diese haben einen Private Token Sale gemacht im Wert von 157 Millionen US-Dollar. Da waren 7 Käufer beteiligt, beziehungsweise eher 7 Wale und haben insgesamt 116 Millionen OP-Token erworben. Dies hat den Verkaufsdruck leicht erhöht. Der Optimism-Preis ist leicht nach unten korrigiert, aber auch jetzt nicht sonderlich signifikant. Aber das Wichtige für die Optimism-Halter ist eigentlich nur, dass die 160 Millionen Token eine 2-jährige Sperrfrist besitzen. Gehen wir weiter zu einer Polygon-News, die ich unbedingt mit reinnehmen wollte. Und zwar fast 96% der Polygon-Adressen schreiben rote Zahlen. Das heißt, nur 3,8% der Polygon-Halter können überhaupt Matic zum aktuellen Zeitpunkt mit Gewinn verkaufen. Das sieht natürlich sehr interessant aus, da wir bei Polygon Matic zu recht günstigen Preisen wieder mit dabei sind, und zwar zu 52 US-Dollar Cent, Market Cap von unter 5 Milliarden jetzt. Und Polygon galt ja so lange Zeit als der Layer 2 Vorreiter und ist es eigentlich immer noch sehr, sehr stark etabliert. Viele Partnerschaften, großes Ökosystem, aber der Chart innerhalb von einem Jahr, der ist natürlich wirklich, wirklich stark abgestraft worden. Besonders wenn wir überlegen, dass wir dieses Jahr sogar schon bei 13 Milliarden Market Cap waren. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter zu PayPal und zwar zu dem hauseigenen Stablecoin PYUSD. Und wie ist denn die Performance von PYUSD? Könnten wir eigentlich mal schauen. Die Market Cap ist aktuell bei 44 Millionen im Vergleich zu den großen bekannten Stablecoins wie USDT, USDC ist das natürlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil davon. Gehen wir weiter auf Dogecoin ein und auf die Gerüchteküche, und zwar X, also ehemals Twitter, kündigt hier eine bevorstehende Zahlungsintegration an. Wenn wir uns die Jahresperformance anschauen, dann sehen wir, dass wir hier eigentlich zu Bodenpreisen mit dabei sind. Und wer Elon Musk kennt, der weiß, dass er große Pläne hat, auch sehr, sehr große Pläne mit X tatsächlich. Er möchte es ja so eine All-in-One-Plattform machen. Und falls es wirklich sein sollte, dass er Dogecoin irgendwie mit integriert,
kann das meiner Meinung nach zu einem vielversprechenden Bullrun für Dogecoin führen. Ist natürlich sehr stark abhängig von Elon Musk, aber wenn wir uns mal vorstellen, dass er einen sehr, sehr großen Einfluss hatte auf diesen Run hier und Dogecoin zu einer Market Cap von 88 Milliarden US-Dollar befördert hat, was sogar zeitweise höher als Adidas selber war. Und genau deswegen ist es meiner Meinung nach ein Thema, was man als Krypto-Enthusiast wenigstens beobachten sollte. Gehen wir weiter zu Veracity. Die haben ja genau wie ich einen Fragebogen ebenfalls gelauncht. Und der Fragebogen geht eben noch bis Q3. Ich erwähne es nochmal ganz kurz. Und innerhalb von 10 Tagen sollte dann tatsächlich auch eine Information kommen, wie es mit den Tokenomics weitergeht. Es besteht die Möglichkeit, dass die Watchers beispielsweise komplett rausgelöscht werden würde. Das heißt, ganze 10 Milliarden Token aus der Umlaufversorgung verschwinden. Und oder, ja, das heißt, beides kann passieren. Und zwar, dass die Proof of View Marker Token einen komplett anderen Smart Contract bekommen und dann eben nicht mit den Veracities in einen Topf geworfen werden. Und das könnte potenziell ein extrem, extrem krasses Burning bedeuten, was die maximale Versorgung anbetrifft, ja. Und das wäre heftig, dann hätten wir eine Umlaufversorgung von 100%, so um den Dreh. Das heißt, jede einzelne Kryptowährung wäre mit in dem Umlauf mit drin. Das würde sehr, sehr viele Probleme lösen, besonders weil es dann auf CoinMarketCap und CoinGecko ordentlich angezeigt wird. Aber neben den Tokenomics-Änderungen sollte das Burning weiter bestehen bleiben. Und am Ende von Q3 werden diese auch wieder durch Veraviews die Revenues burnen, zumindest ein Prozentsatz. Und das würde bedeuten, dass Veracity weiterhin deflationär ist und eine bessere Maximalversorgung mit drin hat und auch eine bessere Umlaufversorgung. Genau deswegen meinte ich, hey, die Zeit ist gekommen. Genau deswegen gehe ich positiv ins Q4 und habe auch meine letzte Tranche von Veracity jetzt eingekauft. Und ich werde euch noch ein Update bringen, wahrscheinlich sogar schon diese Woche, wie man die Vera Wallet einrichtet, richtig nutzt und mit Cointracking verbinden kann. Automatisch, dass ihr das Staking selber nicht eintragen müsst. Das war mir sehr, sehr wichtig. Aber dazu muss ich das Ganze eben erst noch selber testen und wirklich schauen, dass es 100% funktioniert. Das heißt, wenn du es nicht verpassen möchtest, gerne ein Abo da lassen und für die Abonnenten auch gerne die Glocke aktivieren. Ansonsten wissen wir, der Kryptomarkt ist aktuell sehr, sehr langweilig. Die Federal Reserve hat auch eine Zinspause eingelegt. Das heißt, der Leitzins bleibt bei 5,5%. Das war auch nichts Unnatürliches. Das war eigentlich auch schon geplant von vielen, vielen Analysten. Das heißt, das war das generelle Marktsentiment. Deswegen hat es den Kryptomarkt auch generell nicht wirklich tangiert. Und eine weitere Marktnews, die ich auch interessant fand, und zwar hatten wir schon vor über einem Jahr davon geredet oder das als Problem angesehen, dass Mt. Gox eben auch diese Bitcoin-Auszahlungen auf den Markt werfen will. Denn die Bitcoin-Exchange von Mt. Gox wollte bis zum 31. Oktober dieses Jahres alle Ansprüche ausbezahlen. Das hätte auch einen Verkaufsdruck auslösen können, aber diese wurden mal wieder verschoben. Das ist nicht das erste Mal und das sogar bis zum 31. Oktober 2024, also einfach ein Jahr später. Und das liegt einfach daran, dass der ganze Umstand mehr Zeit benötigt, als sie es sich jetzt aktuell eingeplant haben. Ansonsten noch eine Information, welche Videos diese Woche noch kommen werden. Ich meinte zu euch ja, dass ich diesen Staking Guide auf Vera Wallet für euch bereithalten möchte, wie man das einrichtet und wie man das mit Cointracking verbindet und auch noch Nervous Network, das 7500 Abo Special. Das versuche ich ebenfalls für euch diese Woche noch hochzuladen. Ansonsten würde es mich natürlich massiv freuen, wenn ihr den Fragebogen beantworten könnt. Jeder, der sich mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzt und auch Bitcoin schon mal genutzt hat, das heißt eine Transaktion durchgeführt hat oder sonst was, kann daran teilnehmen. Wie gesagt, nur 5 Minuten und würde mir massiv weiterhelfen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von meinem Part. Ich werde die Altcoin-News jetzt regelmäßiger mit reinbringen. Das ist mein Anspruch. Und ansonsten würde ich auch schon sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.